In dem Dreisturm voll Sonne schön. Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Limbo. Heute hier wieder auf PGC, Psycho Gaming Crew. Und ja, ich bin immer noch hier bei dem Rätsel, das ich nicht verstehe. Und ich versuche es einfach mal auf meine Art und Weise zu lösen und zu lösen. Also ich versuche jetzt einfach mal, mich hier so rumzuschwingen, um dann vielleicht nachher wieder drauf zu springen. Das war ein Reim. Ich habe gerade... Nein! Nein! Das Ding war voll fail. Jan, hast du gerade mitbekommen? Ich habe gerade eiskalt gereimt. Ich habe hier übrigens jemanden gerade bei mir zu Hause rumhängen, der gerade auf wartet. Darum bin ich auch ziemlich unter Zeitdruck, deswegen ich nicht so lange aufnehmen kann. Und... Ich mach dich nicht mal fertig. Und ja, ich hoffe, dieses Video hat trotzdem noch genug Niveau. Ja, und ja. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, dass ich wieder nicht weiß, wie ich das Rätsel lösen muss, aber dennoch mache ich's. Das ist... Nein! Hä? Sofortiger Tod, das geht. Nein. Ey, das kann nicht anders gehen. Schwing, schwing, schwing der Rufe. Ich glaube, ich habe eine bessere Idee jetzt, wie das funktionieren kann. Wir versuchen es einfach nochmal so. So klappt es nicht. Aber vielleicht... So, genau so. Nee, es müsste eigentlich klappen, so wie ich mir das gerade denke, ne Jan? Ja. So, und zwar müssen wir zwar trotzdem hier dran schwingen. 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 Schwinge die Schwingen. Und schwingen! Und noch mehr schwingen! Und noch ganz viel mehr schwingen! So, jetzt haben wir genug geschwungen. Dann müssen wir das hier wieder aktivieren. Fast hätte ich sogar so dran gekommen, aber jetzt müssen wir da dran springen! Und es hat geklappt! Es hat geklappt! Es hat geklappt! Jan, es hat geklappt! Auf jeden Fall, es hat geklappt. Jetzt weiß ich nicht, was ich jetzt machen muss. Ich springe einfach mal hier auf das Zahnrad. Oh. Jetzt verstehe ich es nicht. Ah, okay. Ich kann es dann gerade schieben. Alles klar, das habe ich jetzt gemacht. Irgendwie dreht sich gerade die Welt. Die Welt dreht sich. Okay. Was zum... Was zum Teufel? Ah, okay, 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 ich kann das daran drehen und jetzt, okay. Ich bin doch zu schlau für dieses Game. Hast du gerade gelacht? Nein, okay. Was ist das denn? Hä? Hä? Was zum... Teufel. Ich verstehe es nicht. Ja, sorry, aber wenn ich die Leiter einfach mal so hochkletter, dann bringt mir das irgendwie auch nichts. Guck. Nein! Nein! So, dann gucken wir jetzt mal, was dieses komische Ding hier noch kann alles. Ja, wenn ich das aktiviere, dann... Was ist das für ein Piepsen? Achso, okay, das ist meine Waschmaschine. Ich meine Spielmaschine. Ich glaube, jetzt weiß ich, wie das geht. Man muss ja sich ganz schnell hier runter, 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 runter.
Nö, so geht's nicht. Ganz einfach, so geht's nicht. So aber bestimmt, ne? Ha! Ha! Ich bin so schlau, Jan. Das glaubst du gar nicht. So. Betätigen. Nein, betätigen. Dann. Dann versuchen, auf die Leiter zu klettern. Was natürlich sehr gut klappt. Was natürlich gar nicht klappt, überhaupt nicht. Was ist denn los? Aktivier doch! Mann! Und so. Jetzt geht's aber. Kommt man denn auch noch da hinten dran? Nö. Ja. Das Sinn und Zweck des Ganzen. So. Oh, Bayern Japan ist das so. Ha, es hat geklappt. Oh mein Gott, ich bin so gut. So, dann haben wir das geschafft und dann sind wir bei einem Hebel. Den Hebel betätigen wir. Und es dreht sich wieder alles. Und diesmal ist hier aber ein. Aha. Nein, verdammt! Oh, ich habe den Kopf verloren. Koffer. Jetzt geht's wieder weg, oh. Achso. Okay, dann betätigen wir nochmal den coolen Hebel. Dann schieben wir die Kiste schnell dahin und hängen uns an das Seil über dem, was mir eben den Kopf abgesenkt hat. Und drehen uns einfach mal mit der Welt mit. Wenn wir jetzt loslassen, dann macht es schon so. Und dann springen wir mal runter. Oh, das Strom! Das wusste ich. Cool, das ist so eine Achterbahn. Das wusste ich jetzt auch nicht. Das wusste ich nicht. Oh, 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 oh. Das wusste ich nicht. So, und jetzt müssen wir behaupten. Oh, da kommt es, da kommt. Aha. Da ist wieder ein Seil, auf das wir gleich springen müssen. Bevor dieser coole Kasten tatsächlich auf. Boah, voll das Actionspiel. Falls es jemanden interessiert. Was muss ich jetzt machen? In die Wand springen vielleicht? Ja, genau das musste ich machen. Nein. So, jetzt wieder ein Hebel. Und es dreht sich wieder alles. Dieses Spiel ist so am Drehen. Es hat voll den Drehwurm. War das nicht ein cooles Wortspiel mit Drehwurm? Doch, das war ein sehr cooles Wortspiel. Hab ich was falsch gemacht? Wow! Und zerdrückt von einem Stein. Das kann man sich doch nicht wissen, dass da so ein Stein rauskommt. So, jetzt müssen wir den schieben. Und wir springen da drin und haben uns gerettet. Der Steinplatscher wogegen. Hier ist ein Schmetterling, will er haben. Okay, Schmetterling kann ich nicht haben. Und dann laufen wir einfach mal weiter. Und wir sind wieder raus aus dem Ding, wir sind wieder im Wald. Und was sehen wir hier? Ein kleines Mädchen. Ist es vielleicht unsere Schwester? Und kurz davor fällt ein Ding auf unseren Kopf. Und wir müssen alles nochmal machen, das ist ja super toll.
Ich weiß nicht, ob das unsere Schwester ist, also ich hoffe mal, weil wenn es die Schwester ist, dann ist dieses Game schon fast vorbei. Und das wäre ja echt schade. Darum hoffe ich es ja, ne, dass es zu Ende ist. Das macht Sinn, ne? Oh, und hier ist Licht, das heißt, ich ändere jetzt automatisch die Lichtrichtung. Ja, Richtung. Weswegen ich dann also doch nicht mehr so weit alles nochmal machen muss. Das ist cool. Und dann laufen wir hier wieder lang. Und irgendwie gibt es jetzt was zum Teufel. Und aus irgendeinem Grund ist jetzt hier doch nicht mehr ein kleines Mädchen oder meine Schwester, was auch immer, sondern eine Fabrik, wo man sterben kann. Das ist der Traum aller Menschen. Warum mitlaufen, wenn man das total schön ist? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Soll ich jetzt eigentlich hier zu den Kasten oder? Oh, ich muss hier lang. Und ich war zack weg. Und dann war es das auch erstmal für den. Ich war voll Einzelteile. Dann war es das auch erstmal für den Part von Limbo. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play. Zusammenhang schon lang. Bei Let's Play Limbo und tschüss!